Hallo miteinander, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ich bin Exus19, das ist der Cloud Strife und wir gehen jetzt weiter nach Coral, nach dem Kampf. Okay, es sind nur so Pilze und Vögel aus dem letzten Portal. Die normalen Gegner von da. Oh, die habe ich ganz vergessen. Ja. Passiert da noch etwas außer Kampf? Ich glaube es nicht. Ah, komm, wir schauen einen zusammen an. Wir schauen, ob es noch mehr sind. Auf jeden Fall werden wir von hinten angegriffen. Oh nein, sogar eingekesselt. Okay. Ja, ja, auf dieser Brücke kann man leicht eingekesselt werden. Das ist schon so. Schlimm, mal den da hinten zusammen. Komm. Ah, noch nicht ganz, hä? Still du nochmal. Du greifst den nochmal an. Das könnte man sonst so machen. Für zwei auf die noch. Ich bin nur ein MP-Verbraucher. Eigentlich sollte man das ja nicht machen, aber ich habe gerade so viele Sachen. So viel Äther und überhaupt, obwohl man das wieder brauchen kann. Ich brauche meistens nur ein Zelt. Oh, Granaten. Nein, das lohnt sich nicht. Ich nehme ein kleines Feuer. Feuer ins Gesicht! Da! Chicken Wings! Chicken Wings. Habe ich gern. Weich. Ja, das braucht man echt nicht mehr. Wir sind nie versteinert worden. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt gekauft habe. Genau, der Soundtrack, der ist ja geil. North Coral, Heimat von Barrett. Ehemalige Heimat. Hey, er ist wieder da! Wir sollen zuerst mal warten dort. Er will sich wahrscheinlich selber mal freuen mit denen oder so. Oh shit. Was ist denn da passiert, hä? Ui. Was ist da passiert? Hui. Okay. Barrett, alles okay. Wie das genau passiert ist, werden wir noch erfahren. Wir werden es ganz genau erfahren. Ja, wir haben es mitbekommen. Wir müssen uns gleich noch schön umschauen. Hey, alter Mann. Nächster Zug, wohin? Ja, ich weiß wohin. Aha, das ist nur seine Gewohnheit, okay. Zenile Opa. Da kommt man raus auf die Weltkarte wieder. Ja, ja. Okay. Wir können erst schauen, wo das wäre. Das ist da hinten. Am Berghang, okay. Ich denke, rechts war Costa del Sol, oder war das dort unten? Nein, es müsste rechts an der Küste sein. Alles klar. Zumindest teilweise. Was haben die denn so zu verkaufen? Aber die sind so arm, wenigstens ein Zelt kaufen wir. Die können unterstützen da. Erzähl mal deine Geschichte. Ah, Gold Saucer. Sephiroth ist doch dort. Ah, okay, ihm bringt das natürlich nichts. Dann kaufe ich bei dir doch etwas. Verwandeln haben wir schon. Hebt Frosch auf, also gut. Füllhorn hebt klein auf. Den Rest haben wir eigentlich genug, gell?
Ah, sorry, geil. Weißt du nichts, was wir könnten brauchen? Sicher! Ich weiß nicht, ob du da aus dem Schrott so gute Waffen kannst. Ja, siehst du. Wenn man den Supersteller nicht bekommen hätte, hätte man hier kaufen können. Da ist der Rest. Die Tramhaltestation. Jetzt will ich aber noch ganz kurz schauen, ob da noch ein Weg ist. Ja, natürlich. Sally? Ja, klar, ist in sich tätowieren lassen. Oh, Selbstmitleid. Ey, Hund? Mädchen? Ja, okay, hey, willst du spielen? Und geht wieder zum Hund. Naja. Hast du den Makroreaktor die Schuld? Aber der Barrett hasst doch die. Okay, was für ein Unfall. Also jetzt check ich es gar nicht. Der hat glaube ich nichts zu der Geschichte beigetragen. So, Goldsauser. Von den Slums zu der wunderschönen Station. Also vergleichsweise. Wow. Ladies, die Männergruppe ist da. Ja, erzähl's doch. Also er ist wirklich schon. Ah, wir erfahren es jetzt schon. Ein Teil oder alles schon. Ich glaube ja nur ein Teil, aber schauen wir doch mal. Das ist Coral. Okay. Also Shinra, hm? Hey, der hat er noch beide Arme, hä? Der Einzige, der dagegen ist, ist der Dein. Oder die Dein. Nein, ich glaube der. Also wirklich, ich hole nicht Geld, oder? Hey, Scarlett von Shinra. Dort unten in der Mitte. Seine Frau Minna. Er wüsste es besser, hä? An dem sind wir vorbeigelaufen, das war der bei den Gleisen oben. Was soll das? Von der Schinneren. Dort lebt noch einer. Das fragt mich auch, wieso haben sie das so? Abbrennen. Was? Aus einer Lüge ist dann wirklich eine Rebellengruppe entstanden. Aha, oder doch nicht? Ja, man weiß wahrscheinlich wirklich nichts von denen, was dort wirklich passiert ist. Auf jeden Fall hat es Explosion gegeben und die von der Stadt sind schuld gewesen. Ja, Shinra war neu und alle sind darauf hineingehend. Kommt euch das bekannt vor? Es gibt dann so eine gewisse Genfabrik, wo
oder Genfirma von Amerika, ich weiß nicht, wie sie heißt, wo da in Indien Saatgut verkauft hat. Und das ist dann wirklich die ersten paar Mal ist super gut gegangen. Dann hat der Boden keinen Nährstoff mehr gehabt und dann ist einfach nichts mehr wirklich gekommen und sie sind auf dem Saatgut festgesessen. Und irgendwie so sind. Lasst es doch mal nachsuchen, das in Google, es ist wirklich recht schlimm. Irgendwie. Mir kommt nur Akta in den Sinn, aber eben, das ist es nicht. Aber es ist, glaube ich, etwas mit A, bin ich mir sicher. Okay. Juffi Knallhart. Jupp, gehen wir doch weiter. Gehen wir zum Gold Saucer. Das sieht auch noch cool aus, finde ich. Schum. Wow, hä? Stellt euch das mal in real life vor, ey. Ein riesiger goldiger Pilz. Auf jeder Etage hat es verschiedenste Attraktionen und einfach nur Lässigkeiten. Man hat Spass, man hat Freude, man hat Ballon, man hat Zuckerwatte, man hat alles, was zu einem guten Casino-Jahrmarkt-Zirkus gehört. Kommen Sie alle, Goldsaucer, willkommen, willkommen, los! Geister und Party und Frauen und Mädchen und Buben und Männer werden ihre Freude haben! Ja. Da sind wir. Schön, schön, schön. Hä? So. Jetzt reden wir mal da mit dem fetten Vogel. Sagst du nichts mehr? Okay, schade. Ja, mit dem geschwind. Aha, sogar Speichern kostet da. Ich habe gar kein GP. Ja, super. Speicher kostet da GP, ja. GP sind eine spezielle Punktart, die man da holen kann. Oder BP. Battle Points kommen mir in den Sinn. GP, nein, ich weiß es nicht mehr, was das für Punkte sind. Sally? Ja, 30.000 haben wir leider nicht mehr, oder noch nicht. Wir nehmen mal eine Einfachkarte, weil es geht... Ja, es geht recht lang, bis wir wieder kommen. GP ist Geld, ja genau. Dann haben die Gold Saucer Points oder so. 10.000. Okay. Willkommen! So. Das ist so die Startbahn. Und wir können uns jetzt jemanden aussuchen, der mit uns mitkommen will. Und ich entscheide mich einfach für die Aerith, wie so viele von euch wahrscheinlich. Aber, was hast du zu sagen, Aerith? Aerith? Ja. Aha. Ich verstehe es nicht. Ich bin hassig. Ja, ist cool, Barrett. Ich bin weg. Aha, glaubst du? So, wir können rumlaufen und wir suchen uns sie aus. Wir gehen zusammen. So, tschüss miteinander. Jetzt weiss ich im Fall gar nicht, wo wir anfangen, weil ich würde gerne 5000 GP zusammen farmen. Ob ich das mit euch mache oder nicht, das ist noch die Frage, aber ich glaube, ich mache das allein, weil das wirklich lang geht. Also da haben wir das Event, da unten ist Goldsoße Wurzeln, Chocobo, Ghost, Battle, Round.
Speed und Wonder. Genau. Shinra, natürlich von Shinra gebaut. So. Wo wollen wir hören zuerst? Also Speed will ich eben noch nicht, aber ich kann es so schlecht lesen. Dann gehen wir in die Event Square, komm. Mal schauen da. Ah genau, das Tintenfischkampf. Nein, keine Ahnung. Event Square ist glaube ich einfach wirklich ein Kampf, so... was ist das für ein Viech? Schaut das mal an. Ah nein, Theater. Gold Stage. Das ist ziemlich leer, hey. Was macht ihr da? Wartet drauf. Aha, Entschuldigung. Ich kann gleich noch was mit ihm gegenüber reden. Ich komme gar nicht her. Whatever! Da geht's nicht! Komisch, komisch, komisch. Da hat's noch Leute. Komm, wir reden mal gleich noch. Ah, heute ist Ruhetag. Ja, dann müssen wir wirklich das nächste Mal wohl wieder kommen. Ich glaube, es ist auch noch nicht alles zugänglich heutzutage. Ja, hey, ich bin doch noch gar nie gekommen. Also komm, lassen wir es in Ruhe, die Siechen. Aber sie nerven mich auch, weil ich dort steigen nicht drauf. Gringo? Nein. Tja. Dann gehen wir halt wieder. Gehen wir das nächste anschauen. Ich weiß auch nicht, was es heisst. Wenn es Speed ist, gehen wir halt wieder raus. Battle. Hey, was? Schreck mich nicht so. Ja, sag mir nicht immer Junge, hä? Dio, okay, in der Unterhose. was ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Hä? Oh! Sephiroth. Na dann. Einen schönen Tag noch, ja. Okay. Aufpassen bei diesen Stufen an viele Sachen. Okay. Wie du meinst. Aha. Ja, was hat es da für Regeln? Super Achterbahn. Okay, voll cool. Ja, ich habe doch kein Geld. Wie soll ich denn GP bekommen? Geschenk? Mhm. Okay. Ah, da kann man Preise gewinnen, aber für das braucht man doch zuerst mal GP. Hm. Ja, ich gehe wieder zurück zu der Station, weil sonst verwirre ich mich selber nur. Hey! Hä? Okay. Ja, alle sind beschäftigt mit irgendwelchen Attraktionen. Wir schauen uns jetzt noch eins an. Und dann werde ich den Part beenden und die nächsten aufsparen für den nächsten Part. Was ist das? 3GP. Nein, ich habe kein Geld, aber ich frage mich, was das ist. Ist das auch ein Rundgang? Wahrscheinlich, wo bin ich? Ich würde da gerne rauskommen. Aha. Okay. Ja, Leute, was dann da in dem Geisterhaus ist, im Battle Square, im Wonder Square und im Chocobo Square, werden wir das nächste Mal sehen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Peace!